Guten Morgen, wir hatten echt eine richtig beschissene Nacht, ey. Um 5:30 hat so ein blöder Vogel da draußen gekräht, um 5:45 hat irgendein Spacko da draußen sein Auto angelassen, die ganze Zeit Gas gegeben und das Auto dann irgendwie nach 10 Minuten Gas geben wieder ausgeschaltet. Dann halbe, dreiviertel Stunde später hat der Nächste da sein Moped angemacht, irgendwie so eine Harley, boah, war die laut, leck mich am Arsch. Das war echt eine richtig super tolle Nacht. Aber jetzt gehen wir erstmal uns waschen, frisch machen, frühstücken. Heute gibt's hier immer Haferbrei mit, wir haben noch eine Birne und eine Banane, die machen wir uns da rein. Und ja, dann fahren wir nochmal in die Blue Mountains und dann geht's weiter nach, ich glaube, Norahead. Gerade auf dem Weg zu so einem Point of Interest, den ich gerade ansteuere, weil ich den gerne sehen wollte, gucke ich aus dem Fenster raus und auf einmal... Boah, ist das eine Aussicht. Station 1 auf unserer Reise nach Norahead, Evans Lookout. Er chillt ein bisschen in der Sonne. Grand Canyon? Ich dachte, wir wären in Australien. Weiter geht's zum nächsten Aussichtspunkt. Gottesleep. Unglaublich coole Aussicht. Temtem Snackpause. Der Magen knurrt. Süß zum Brein. Mmh. Oh. Mmh. Ja, Papa, das wäre doch auch was für dich. Zeit für Mittagessen. Und wo? Natürlich bei dem Restaurant zur Goldenen Möwe. Okay, we need a moment. Das ist richtig cool, ein McDonald's, wo du dir einfach am Touchscreen dein Menü zusammenstellst, direkt hier auch bezahlen kannst und dann wird es dir gebracht. Ein McFeast für den Jan und eine Pommes und einen kleinen Chicken Burger für die Annika. Und zum Nachtisch noch ein kleines Eis mit ein bisschen viel Soße. Man auf das Navi vertraut. Also wir wollten ja eigentlich nach Norahead, sind dann auch nach Navi schön gefahren. Auf einmal haben wir festgestellt, dass wir dann doch näher an Newcastle sind, wo wir ja sowieso hin wollten. Wir dachten, nur bis nach Newcastle ist halt zu weit, ne? Aber jetzt wären wir auch ruckzuck in Newcastle gewesen. Und ja, jetzt gucken wir mal, weil wir sind jetzt gerade mit in der Pampa, weil wir noch tanken mussten, haben wir dann auf einmal festgestellt. Und jetzt fahren wir zum Lake Macquarie. Mal gucken, ob wir da vielleicht noch was finden. Ja, wir sind am Lake Macquarie. Aber der Caravan-Park hier kostet momentan $45 für uns die Nacht, weil Schulferien sind. Und 45 finden wir ein bisschen zu viel und deswegen, die Aussicht ist zwar super toll und schön und hübsch, aber wir werden jetzt mal weitersuchen, ob wir noch was günstigeres finden. Ach ja, nachdem wir jetzt schon bei 3 Campingplätzen waren, aber die waren uns alle zu teuer, haben wir gesagt, wir fahren jetzt zu dem Hostel in Newcastle, was wir uns ursprünglich gebucht haben. Aber da wir den Camperbag früher haben, haben wir das dann wieder storniert. Die haben aber da auch gesagt, dass wir dann dafür eine Nacht quasi umsonst bei denen duschen und sowas benutzen können. Ja, dann fahren wir jetzt da hin, dann hoffen wir, dass wir uns da auch irgendwo hinstellen können und dass da nicht irgendwie auf der Straße parken $4 die Stunde kostet, weil das wäre ein bisschen heftig. Das ist der Lake Macquarie. Sehr schön. Wir sind in Newcastle angekommen beim YHA Beach, keine Ahnung, was, wie das heißt. Ja. Hier können wir jetzt erstmal die Nacht verbringen und dann überlegen wir mal, was wir so die nächsten Tage machen, weil tagsüber dürfen wir hier nicht stehen bleiben. Da kostet das nämlich $4 die Stunde, aber er sagte irgendwie ein paar Straßen weiter darüber, da könnte man dann den ganzen Tag umsonst parken. Das gucken wir uns dann mal alles an. Gut, dass wir im Van schlafen. Man muss ja auch mal was anderes zum Abendessen als immer nur Chicken Nuggets und Nudeln. Deswegen gibt es heute noch mal Reis mit so einer
Currysoße, so einem halben Glas, das hat 1,50 € gekostet im Aldi. Und im kostenlosen Kühlschrank haben wir noch so ein kleines Endstück Gurke gefunden, eine Karotte und ein bisschen Petersilie. Und das haben wir uns mit dem kostenlosen Balsamico-Dressing aus dem kostenlosen Kühlschrank da zusammen gemacht. Und ja, das lassen wir uns jetzt schmecken. Jetzt sitzen wir noch ein bisschen hier im Aufenthaltsraum, gucken jetzt mit den anderen noch ein bisschen Fernsehen. Ich schneide jetzt meinen Vlog noch und dann gehen wir gleich pennen. Ja, das war's mit dem Video für heute. Ich hoffe, du hattest Spaß beim Zusehen. Wenn ja, dann gib mir doch mal eine Bewertung ab, schreib mir einen Kommentar, check mal meine sozialen Netzwerke aus und wenn du magst, kannst du das Video auch teilen. Da kannst du das Video von gestern sehen und da oben kannst du klicken zum Abonnieren. Bis morgen!